Das Prinzip eigenverantwortlichen Handelns kennt ihr. Heute geht es um Hans Jonas, der als erster Philosoph das Thema des verantwortlichen Handelns im Zusammenhang mit Klima und Natur gebracht hat und damit in gewisser Weise ein gedanklicher Urvater der Fridays for Future-Bewegung war. Gesellschaften und Gemeinschaften funktionieren dann am besten, wenn alle möglichst aufmerksam und offen sind und Verantwortung übernehmen. Diese Verantwortung bezieht sich sowohl auf den Einzelnen wie auch auf Institutionen oder ganze Staaten, also Strukturen und Systeme. Auch sie müssen zu einem Modus finden, in dem Teile dieses Systems verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber es geht nicht nur um die Fälle, in denen etwas schief geht. Es geht auch um den ganz alltäglichen guten Ablauf. Auch dafür stehen Menschen und Systeme mit ihrer jeweiligen Verantwortung. Der Philosophie-Bestseller von Hans Jonas heißt Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, zuerst erschienen vor über 40 Jahren, 1979. Der Untertitel Technologische Zivilisation ist bemerkenswert. In ihm steht eine aus vielen Fakten gebündelte These. Der zentrale Aspekt unserer gegenwärtigen Zivilisation ist die sie beherrschende und zugleich von ihr hervorgebrachte Technologie. Zunächst noch mal kurz was zu Hans Jonas. Geboren wurde er 1903 in Mönchengladbach als Sohn eines Textilfabrikanten. Seine Mutter war die Tochter des Krefelder Oberrabbiners. Nach dem Abitur 1921 begann er Philosophie und Kunstgeschichte, später noch Judaistik zu studieren in Freiburg, Marburg und Berlin. Zu seinen Lehrern gehörten Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jonas Kohn, Karl Löwitt, Ernst Troeltsch und Eduard Meyer. Er wurde dann bei Heidegger promoviert, emigrierte unter der sich abzeichnenden Nazi-Herrschaft 1933 nach London und später nach Jerusalem. Seine Mutter wurde in Auschwitz ermordet und Jonas diente bis 1949 in der israelischen Armee, ehe er über Kanada nach New York zog, wo er Professor an der New School for Social Research wurde, aber auch Gastprofessuren hatte in Princeton und Chicago, an der Columbia University und der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vieles verbindet Jonas mit Hannah Arendt, die ein Leben lang miteinander befreundet waren. Jonas' Hauptwerk ist das Prinzip Verantwortung, das schon im Titel argumentiert, denn dieser Titel ist ja einerseits eine Anspielung auf Ernst Blochs Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung, gegen das Jonas sich wendet, zugleich aber auch eine Anspielung auf Kants kategorischen Imperativ. Eine der zentralen Thesen des Buches ist dann auch der sogenannte ökologische Imperativ. Vielleicht erinnert ihr euch, Kant setzt mit seinem kategorischen Imperativ auf die Vernunft. Handle so, ist die kantische Bestimmung, dass du jederzeit wollen kannst, dass deine Maximen, also diejenigen Regeln oder Gesetze, nach denen du handelst, allgemeines Gesetz werden können. Und jetzt seid ihr gefordert, denn ich will von euch wissen, nach welcher Regel, welchem Gesetz ihr handelt. Was ist eure moralische Hauptregel und von wem oder was ist sie inspiriert? Ich freue mich über eure Äußerungen hier unten in den Kommentaren. Zurück zu Kant. Also beim guten Handeln geht es nach Kant darum, in Einklang mit der Vernunft zu handeln, die aber bereits vielstimmig angelegt ist. Vielstimmig bedeutet, dass sich in der Vernunft bereits die Interessen, Sorgen, vor allem Argumente anderer Menschen spiegeln und abbilden, sodass sie nicht nur mit Bedacht, sondern im Handeln auch mit berücksichtigt werden müssen. Gerät der Mensch sowohl in seinem Denken wie in seinem Handeln in Widerspruch zur Vernunft, wird ihn dieser Widerspruch auf Dauer lähmen und ihm schaden. Hans Jonas formulierte seinen ökologischen Imperativ im Angesicht der sich bereits 1979 abzeichnenden Umweltproblematik und einer rasanten technologischen Entwicklung und ihrer Folgen. Was besagt der ökologische Imperativ? Wörtlich schreibt Jonas, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf der Erde. Er bietet noch eine zweite, eher negative Formulierung an, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens. Ich finde es persönlich erstaunlich zu sehen, dass erst durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil diese im Grunde sehr naheliegende Idee von Jonas endlich handfest gemacht und unverrückbar in die Architektur politischer Entscheidungsfindung eingebaut wurde. Viel zu spät natürlich, aber richtig. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, das findet ihr im i. Natürlich
kann man ein zukünftiges Gut ablehnen und gewissermaßen abschaffen, weil man ein gegenwärtiges Gut vorzieht. Man kann aber auch umgekehrt mit Rücksicht auf die Zukunft anderer Menschen oder möglicherweise sogar der Menschheit handeln, ohne in Widerspruch mit sich selbst zu geraten. Andernfalls droht ein kurzes Feuerwerk äußerster Selbsterfüllung, schreibt Jonas, das man nur deshalb vorzieht, weil man es der Langeweile eines Lebens in endloser Fortsetzung im Mittelmaß vorzieht. Dabei ist keineswegs gesagt, dass ein solches Leben, das Rücksicht nimmt auf andere oder auf die Natur in dem Fall, tatsächlich langweilig sein muss. Der neue ökologische Imperativ, den Jonas formuliert, richtet sich aber nicht nur an das private Verhalten, sondern vor allem auch an die öffentliche Politik. Im Unterschied zu Kant, und das war und ist eine wesentliche Neuerung, fasst Jonas auch den Aspekt der Zeit und insbesondere der Zukunft mit ein in seine ethischen Überlegungen. Es geht also nicht nur um einen einzelnen moralischen Akt jetzt, sondern immer auch um die sich anschließende Wirkung dieses Handelns und angesichts der technologischen Bedrohung um den Fortbestand menschlicher Aktivität in der Zukunft. Moralisches Handeln gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle, für das kollektive Ganze. Und das über die Zeit hinweg. Heute würde man sagen, es gilt nachhaltig. Und das hat einen weiteren universalen Bezug, auch mit Blick auf das tatsächliche Ausmaß der Wirksamkeit unserer Handlungen, wie Jonas schreibt. Was Jonas hier formuliert, war und ist also eine Zukunftsethik. Ein entscheidender Punkt ist dabei, immer wieder reale Auswirkungen und Nebeneffekte unseres Handelns in den Blick zu nehmen, um das Handeln, wenn es nötig wird, zu korrigieren. Damit rückt Jonas sehr deutlich ab von einer Ethik, die, in welcher Form auch immer, vor allem auf ein statisches Jenseits ausgerichtet ist. Seine Ethik ist konsequent Welt und Natur immanent. Und das ist auch der Punkt, an dem Jonas von einem bloßen Prinzip Hoffnung und damit von Bloch, aber auch vom Marxismus abrückt. Natürlich spielt Hoffnung in jeder Ethik eine Rolle. Ihr Gegenteil wäre ja Depression und Angst. Aber Furcht gehört, wie Jonas schreibt, zur Verantwortung ebenso wie Hoffnung. Hoffnung bleibt eine Bedingung des Handelns, das darauf ausgerichtet ist, ja tatsächlich etwas zu erreichen und das auch in der Zukunft. Aber es ist auch der Begriff der Sorge, der unser Handeln weiterbringt. Wenn wir uns um die Dinge, um Menschen, um Natur, technologische Entwicklungen sorgen, dann haben wir damit auch Fakten und die Auswirkungen unseres Handelns im Blick. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, die Zukunft realistisch und positiv zu gestalten. Zum Prinzip der Verantwortung gehört also auch eine stärkere Sensibilisierung für das, was tatsächlich geschieht. Jonas spricht in diesem Zusammenhang von einer aufspürenden Heuristik der Furcht, die auch in politischen Zusammenhängen von Bedeutung ist. Furcht, Sorge. In seinem Nachwort zur Neuausgabe von 2020 bemerkt Robert Habeck zu diesem Punkt, nicht die optimistischsten, sondern die pessimistischsten Erwartungen und Folgeabschätzungen sollten Grundlage der Entscheidung sein. Jonas räumt der schlechten vor der guten Prognose absoluten Vorrang ein. Ein Atomkraftwerk kann explodieren. Wenn man weiter fossile Energien verbrennt, können Demokratien und Freigesellschaften zugrunde gehen. Ja, sogar die Auslöschung der Menschheit ist möglich. Jonas spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Dimension der Verantwortung. Zu ihr gehört wesentlich die Beachtung dessen, was unser Verhalten für die gesamte Biosphäre des Planeten bedeutet, wie er schreibt. In diesem Zusammenhang macht Jonas darauf aufmerksam, dass die Zukunft nicht weniger, aber natürlich auch nicht mehr ist, als jede andere Teilstrecke der Vergangenheit. Allerdings ist das Werden der Geschichte, also das Werden der Menschheit als Ganzer, in einem anderen Sinn Werden als das eines einzelnen Menschen, eines Individuums. Für die Menschheit lässt sich nämlich kein definitiver Fluchtpunkt in der Zukunft, kein eindeutiger Weg von einem vorläufigen Jetzt zu einem irgendwann eintreffenden endgültigen Zustand finden. Immer nur rückblickend lässt sich von der Menschheit sagen, wer oder was sie war. Im Blick nach vorne lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit bestimmen, was die Menschheit sein wird, also noch nicht ist. Denn hin und wieder ereignen sich ja Brüche und Revolutionen, die dazu führen, umzudenken und das bisherige Gesamtprogramm des Handelns zu revidieren. Dies zu tun und immer wieder zu korrigieren, ist ein ganz entscheidender Schritt zu einem verantwortlichen Handeln, zu einem verantwortlichen Umgang auch mit der Natur. Ein bisschen genauer ausgedrückt,
Es sind zum einen natürlich die Fakten, die mitbestimmen, was verantwortliches Handeln ist, zum Beispiel im Umgang mit der Natur, ob etwas wirklich schadet oder nicht. Zum anderen sind es natürlich aber auch Werte und dann auch unsere Theorien. Denn Theorien sind ja selber geschichtliche Tatsachen, die die Bedingungen und die Ergebnisse unserer Erkenntnis verändern. Neue Theorien, neue Erkenntnisse. Das praktisch werdende Theorie, wie etwa des Marxismus oder eines globalen Kapitalismus, dieses praktisch werden schafft neue Bedingungen und verändert insofern auch unser Handeln und die Denkbarkeit dessen, was geschehen kann, woran wiederum die Einschätzung von Risiken hängt. Gerade in der Politik ist es wichtig, das, was aufgrund von Fakten und Theorien als gut erkannt ist, mit der Leidenschaft für das Mögliche umzusetzen. Dabei verändern sich Nah- und Fernhorizonte unserer Ziele und Erwartungen ebenso wie die Reichweiten unseres Handelns, dass er zum Beispiel durch neue Technologien oder wissenschaftlich bedingte technische Fortschritte eine andere Wucht und einen anderen Einfluss erhält. Für die Politik bedeutet das nach Jonas ganz klar und unmissverständlich, dass Politik unterschiedliche Zeitspannen der Verantwortung und des Plans mitbedenken muss. Es reicht eben nicht aus, zum Beispiel allein in 5-Jahres-Rhythmen nach Wahlen zu planen. Und es reicht auch nicht aus, als führende Industrienation anderen Staaten ihre eigene Planung und damit die nächsten notwendigen Schritte durch Zwang zu diktieren. Anstelle des Zwangs muss eben eigene Verantwortung treten. Mit dem Prinzip Verantwortung steht also auch immer wieder das, was wirklich möglich ist, zur Debatte. Denn technologische Entwicklungen verändern oft fundamental unsere Daseinsbedingungen. Denkt an die Digitalisierung, die Jonas natürlich noch nicht kannte. Wie diese technologischen Veränderungen das tun, muss ebenso kritisch begleitet werden wie die Frage, woran der Mensch sich auf Dauer gewöhnen darf oder gewöhnen soll. Und deshalb appelliert Jonas, auch das war eine neue Einsicht damals, daran, dass das Verantwortungsgefühl als affektives Moment sittlicher Willensbildung eine entscheidende Rolle spielt, also als Gefühl, das wichtig ist für die Willensbildung. Im bisherigen Ethikbegriff, so die Kritik von Jonas, blieb dieser Punkt des Affekts weitgehend unberücksichtigt. Ein weiterer wichtiger mit dem Prinzip der Verantwortung verbundener Aspekt ist es, die besondere Dynamik technologischer Entwicklungen und deren Unberechenbarkeit genau im Auge zu behalten. Immer wieder geschieht es, dass etwas noch nie Dagewesenes als gleichsam natürliches Produkt einer technologischen Entwicklung hervorgebracht wird. Dieser Aspekt aber, der sich nicht nur auf ein fernes, ideales Gutes bezieht, also vertikal nach oben Richtung Himmel weist, muss durch eine horizontale Auswirkung von Ethik ergänzt werden. Damit ist eine Ethik gemeint, die reale geschichtliche Entwicklung in der Breite der Gegenwart, in der Realität der Jetztzeit ebenso im Auge hat, wie die mögliche Auswirkung dieser Entwicklung in die Zukunft rein. Und diese Zukunft ist natürlich ein Ergebnis unseres jetzigen Handelns. Etwas, das im Gegensatz dazu ewig gut und damit auch unerreichbar ist, dem kann auch die Zeit nichts anhaben, schreibt Jonas. Und dem kann auch nichts widerfahren. Folglich kann etwas auf diese Weise vorgestellt Gutes kein realer Gegenstand von Verantwortung sein. Wir haben uns statt einem fernen Ideenhimmel und Hinterwelten, wie Friedrich Nietzsche formulierte, einem souveränen Werden verschrieben. Und das ist das, was uns zugänglich ist. Ein Werden, das wir einerseits begleiten, andererseits selbstständig durch unser Handeln hervorbringen. Ein weiterer Punkt, der für Jonas von Bedeutung ist, ist der Aspekt der Macht, den auch Hannah Arendt immer wieder thematisierte. Jonas macht das deutlich am Beispiel des kantischen Diktums »Du kannst, denn du sollst«. Reale Verantwortung hängt nicht nur mit Idealen zusammen, sondern auch mit Macht. Die Art und der Umfang dieser Macht bestimmen ja auch die Art unserer Verantwortung mit und deren Verwirklichung im Handeln. Wächst die Macht und ihre laufende Ausübung über eine bestimmte Dimension hinaus, schreibt Jonas, zum Beispiel Atomkraft, Atombomben, dann ändert sich nicht nur die Größe, sondern auch die qualitative Natur unserer Verantwortung. Die Fakten der Macht, sagt er, erzeugen dann den Inhalt des Sollens. Jonas spricht in diesem Zusammenhang zum Beispiel von einer Machtergreifung der Technologie, also ein Sollen, das auf eine Veränderung eines schlechten Ist-Zustands zielt,
wäre in vielen Fällen gerade die Korrektur dieser Macht. Damit stellt sich aber das übliche Verhältnis von Sollen und Können auf den Kopf. Wächst das, was der Mensch tatsächlich kann, ins Monströse an, dann erzeugt diese Macht des Faktischen das Verlangen, die Reaktion, das Verlangen nach einer Antwort. Das, was wir können, erzeugt dann den Inhalt des Sollens, womit das übliche Verhältnis von Können und Sollen umgekehrt wird. Primär ist da nicht mehr das, was der Mensch sein oder tun soll, wie in der klassischen Ethik, also das Gebot oder ein Ideal. Primär wird dann vielmehr das, was der Mensch de facto bereits im Moment tut und was er kann. Und er tut es, weil er es kann. Ich glaube, dass sich gerade diese Erkenntnis auf die gegenwärtige Klimadebatte extrem gut anwenden lässt. Wenn das Gute der durch Fakten geschaffene Normalzustand dessen ist, was wir gerade tun, dann besteht das Gute natürlich auch darin, genauso weiterzumachen wie bisher. Dann bestimmt es das Sollen. Dann sollst du so handeln, denn du tust es ja schon und du kannst es, lautet der Slogan. Yes, you can. Die Frage aber ist, ob wir das, was wir können, auch tatsächlich tun sollten. Gerade wenn wir Katastrophen wie Hiroshima oder Tschernobyl selbst verursachen, ist es ja das Fortsetzen unseres Handelns, das da am Werk ist und das problematisch ist. Wenn wir dem Primat des Könnens also nachgeben, machen wir gerade das Gegenteil von dem, was Kant im Sinn hatte, als er forderte, unsere Neigungen der Pflicht unterzuordnen. Jonas' Lösung besteht darin, die kausalen Wirkungen unseres Handelns, unseres Könnens zu analysieren, wie sie tatsächlich sind, um diese realen Wirkungen dann mit dem Sollen unserer Verantwortung zu konfrontieren. Wenn wir einfach nur tun, was wir können, könnte es sein, dass wir damit die Fähigkeit, in Zukunft überhaupt weiter zu handeln, abschaffen und uns damit aller Handlungsmöglichkeiten selbst berauben. Wenn mit den Wirkungen unseres Handelns, nämlich die Bedingungen des Daseins, überhaupt auf dem Spiel stehen, dann könnte es sein, dass für eine Weile tatsächlich das höhere Streben nach einem besten Leben, einem Guten, dem wir folgen wollen, faktisch aussetzt. Wenn wir uns zerstört haben, macht es auch keinen Sinn mehr zu fragen, worin denn nun das Gute eigentlich besteht und wie und ob der Weg dahin überhaupt noch gangbar ist. Anders formuliert, es könnte infolge schieren Leichtsinns, schreibt Jonas, passieren, dass allein eine reißende exponentielle Entwicklung uns unserer eigenen Handlungsfähigkeit beraubt und technologisches Können das Schicksal der Menschheit bestimmt. Gerade weil der Mensch aber ein freies Wesen ist, kann sich die faktische Kausalgewalt der Dinge, der Technologie und so weiter einerseits verbinden mit Wissen, andererseits aber mit der Fähigkeit von uns Menschen, von Freiheit Gebrauch zu machen und sich vom Zwang des Könnens und der Gewohnheit frei zu machen. Und da kommt das Sollen ins Spiel. Groß ist die Macht von Tigern und Elefanten, schreibt Jonas, aber sie ist weitgehend blind und unfrei, zweckgetrieben. Bei Menschen aber kann sich die Macht durch Wissen von der reinen Zweckgebundenheit emanzipieren. Insofern ist nicht nur das, was der Mensch tut, sondern auch das, was er anders tun kann, entscheidender Teil seines Schicksals und seiner Verantwortung. Und diese wiederum ist gebunden an die Erkenntnis dessen, was sein soll, und an die Fähigkeit zur Selbstkontrolle als einer bewusst eingesetzten und bewusst wirkenden Macht. Freiheit ist die Fähigkeit, sich Zwecke und Ziele zu setzen und sie mit Macht umzusetzen. Was aber soll umgesetzt werden? Genau das bestimmt der ökologische Imperativ von Jonas. Zu bedenken ist dabei, dass der Erfolg einer Technik zugleich immer auch eine mögliche Katastrophe herbeiführen kann. Zum Beispiel der lange ersehnte ökonomische Erfolg, der sich mit der sogenannten industriellen Revolution bahnbrach, hat zunächst tatsächlich die Produktion von Gütern, die Mengen dieser Güter bei Verringerung des menschlichen Arbeitsaufwandes sichergestellt. Zugleich hat er sie aber auch verändert. Auf Dauer führte diese Entwicklung nämlich nicht nur zu einer Überanstrengung und Übervorteilung von Menschen, sondern auch zu einem, wie Jonas schreibt, gesteigerten Stoffwechsel des sozialen Gesamtkörpers mit der natürlichen Umwelt. Und das bedeutet zu einer erheblichen Zerstörung der Natur, zu akuten Menschheits- und Naturkatastrophen, von denen die Bevölkerungsexplosion, schreibt Jonas, nur eine ist.
Was man im Sinne der Verantwortung in den Blick nehmen muss, ist daher das gesamte Gefüge des planetarischen Stoffwechselproblems, wie er es nennt. So wichtig wissenschaftliche und technologische Fortschritte auch sind, sie haben immer ihren Preis. Und den gilt es im Sinne einer Verantwortungsethik mitzubedenken und durch entsprechendes Handeln die zerstörerischen Auswirkungen zu begrenzen. Soweit einige der Kerngedanken aus Hans Jonas Das Prinzip Verantwortung. Ich finde, es lohnt sich, dieses Buch selbst zu lesen, auch wenn ich mit Robert Habeck, der das Nachwort geschrieben hat, der Meinung bin, dass man nicht alle Schlussfolgerungen von Jonas auch unbedingt teilen muss. Daher wäre es dringend an der Zeit, eine Art Neuauflage, ein Prinzip Verantwortung 2.0 zu schreiben, das auch von den neueren Erkenntnissen, etwa der Kognitions- oder Emotions- oder Bias-Forschung Gebrauch macht, zugleich aber auch neue Entwicklungen wie die der Digitalisierung mitbedenkt, über die Jonas ja noch nicht nachdenken konnte. Alles in allem ist es aus gutem Grund ein absolut lesenswertes und herausforderndes, immer noch herausforderndes Standardwerk geblieben bis heute. Also lesen, darüber nachdenken, am besten gemeinsam darüber diskutieren, denn Denken hilft, damit es manchmal auch anders kommt. Und genau das zu erreichen, dass es manchmal anders kommt und wir das verwirklichen, was im Sinne eines guten Lebens nachhaltig möglich ist, das bleibt ja ein entscheidender Teil unserer Verantwortung. Und genau das hat Hans Jonas aufgedeckt. Und tschüss.